Liebe Traderin, liebe Trader, herzlich willkommen zum Tutorial Nummer 9. Hier dreht sich alles um das Thema Psychologie, also speziell um die Frage, welcher Trader-Typ bin ich denn? Ja, mein Name ist David Pieper und ich habe Ihnen heute folgende Themen im Detail mitgebracht. Also zum einen schauen wir uns an, wie unser Gehirn aufgebaut ist und was das mit dem Trading zu tun hat. Dann gehen wir weiter zu den einzelnen Charakteren und den Trading-Typen. Dann möchte ich Ihnen das Teamrollenmodell vorstellen, das sich auch mit der Frage beschäftigt, welche einzelnen, Charaktere in uns stecken und welche Konsequenzen das für das Trading hat. Und zum Schluss natürlich was zur Selbstanalyse und was Sie denn tun können, um sich selbst sozusagen in den Spiegel zu schauen und dadurch Ihr Trading zu verbessern. Fangen wir an mit der Gegenüberstellung, was ist denn ein Trader und was ist ein, sage ich mal, ein normaler Angestellter zum Beispiel. Wo liegen denn da die Unterschiede? Wenn wir uns die Erfolgsformel anschauen, dann ist es so, dass man als Angestellter natürlich mit der Zeit mehr Fachwissen sammelt und dann entsprechend auch mehr Erfolg bekommt, mehr Geld verdient. Das ist eigentlich der klassische Weg. Beim Trading ist es allerdings nicht so. Hier können Sie auch wirklich sehr, sehr viel Zeit verbringen, sehr viel Fachwissen aufnehmen und haben trotzdem nicht die Garantie auf den Erfolg. Warum ist das so? Weil hier natürlich viele psychologische Dinge eine Rolle spielen. Und deswegen möchten wir uns damit heute befassen, aber auch bei den nächsten Tutorials. Ja, wenn wir uns auch anschauen, wie wird das Geld verdient als Angestellter, klar muss ich natürlich aktiv werden. Wenn ich passiv bin, dann wird es sehr, sehr schwierig, hier erfolgreich zu werden. Beim Trading ist es allerdings hier schon etwas anders. Hier geht es darum, wirklich abzuwarten auf gute Gelegenheiten. Also man sagt ja oft, dass das Geld verdient wird eben in der Regel, indem man eben auf seinen Händen sitzt, also sit on your hands, wie die Amerikaner sagen. Und dann eben, wenn sich eine Gelegenheit bietet, dann auch tatsächlich auf den Knopf zu drücken und dann eben dabei zu sein. Wenn wir uns die Akzeptanz mal anschauen, also wenn Sie jetzt vergleichen, einen Spitzensportler oder vielleicht einen Anwalt oder einen Arzt oder einen anderen hohen Beruf, dann ist natürlich hier in der Gesellschaft die Akzeptanz hoch. Wenn Sie jetzt im Familienkreis oder Freundeskreis sagen, dass Sie jetzt hier an der Börse spekulieren, wie es immer so schön heißt, oder dass Sie traden, dann dürfte die Akzeptanz nicht gerade hoch sein. Das ist ein sehr wichtiger Unterschied, der auch beachtet werden sollte und natürlich auch die Ausbildungsform. Also als Angestellter, klar, haben wir alle den gleichen Werdegang. Wir gehen zur Schule, machen dann eine Ausbildung oder machen eine Hochschule und machen dort eben unseren akademischen Abschluss. Wie auch immer, beim Trading ist es so, dass man sich alles mehr oder weniger selber beibringen muss und vor allem auch selber strukturieren muss, um den Weg zu finden, was man denn braucht, was man nicht braucht. Das sind so grundsätzliche Dinge, die ich auch ganz wichtig finde, bevor man mit dem Trading ernsthaft anfängt, um sich das klar zu machen. Bevor man anfängt zu traden, sollte man auch wissen, dass natürlich die meisten Trader, und das ist die Realität, eben Geld verlieren. Es gibt hier zum Beispiel eine bekannte Studie der Uni Chicago, da wurden in Taiwan, wo es sehr, sehr viele aktive Trader gibt und Daytrader, über 100.000 Trader eben hier beobachtet und das Ganze wurde analysiert und 85% waren eben nach 6 Monaten pleite und ich denke, dass viele Broker das auch bestätigen können, dass gerade die Trading-Anfänger, die sich schnell sozusagen in den Handel stürzen, dass es ja nicht besser aussieht. Ja, aus mentaler Sicht ist es eben einer der schwersten Jobs und deswegen ist es auch nicht allein getan, Fachwissen zu erwerben, sondern sich um die Psychologie zu kümmern. Sie haben auch keine Schonfrist, also sie treten sofort gegen die besten Jungs an hier auf der Gegenseite und es gibt auch hier keine Entschuldigung. Sie können nicht sagen, mein Chef ist schuld oder irgendwie das Unternehmen oder der Markt oder sonst was. Sie müssen bereit sein, von Anfang an 100% für ihr Tun oder Nichttun eben Verantwortung zu übernehmen. Ansonsten wird es nicht klappen mit dem Trading. Gerade am Anfang ist es besonders schwierig, weil sie sozusagen erstmal auch kein Feedback bekommen, nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Natürlich gibt es Bücher und andere Dinge, aber oft widerspricht sich das auch und man muss erstmal seinen eigenen Weg finden. Und deswegen sage ich immer, das ist wirklich kein Spaziergang oder kein Sprint, sondern wirklich ein Marathon. Das Schöne ist, und das ist schon mal am Anfang die wichtigste Botschaft, Sie werden sehr, sehr viel über Ihre eigene Person auf diesem Weg lernen. Und auch in dem Tutorial werde ich Ihnen einige Dinge vorstellen, die sich eben mit dieser Frage beschäftigen. Also wer bin ich, was für ein Trader-Typ bin ich denn überhaupt? Ja, worauf kommt es an beim Trading? Das ist die berühmte Drei-Säulen-Architektur, würde ich sagen. Also wir haben uns hier heute das Thema Psychologie ausgesucht, auch für die nächsten beiden Tutorials. Also das ist sicherlich eine sehr, sehr wichtige Säule, ohne der die anderen Säulen nicht funktionieren.
Zum Thema Methodologie haben wir uns zum Beispiel die technische Analyse oder die Handelsstrategien angeschaut. Also hier geht es darum, um das Handwerkszeug. Also wenn die Handelsstrategie habe ich, hat die Hand und Fuß, weiß ich, wie ich meine Stops platziere, weiß ich, wie ich meine Positionsgröße berechne. Solche Dinge fließen natürlich auch hier rein beim Risikomoneymanagement. Also das sind die drei Säulen, die man eben beachten muss. Und wie gesagt, mit einer allein oder auch mit zwei allein wird das definitiv nicht zu machen sein. Was braucht man? Ähnlich wie wenn Sie ein Unternehmen gründen, sollte man natürlich auch eine Art Businessplan, also einen Tradingplan erstellen. Das heißt, auch ähnlich wie ein Unternehmer hier vorgehen, sich wirklich überlegen, was ist denn, was für Kapazitäten habe ich, was habe ich für ein Kapital, was habe ich an Wissen, wo fehlt es noch, gegen wen trete ich hier eigentlich an, habe ich hier überhaupt Chancen? Und in der Realität ist es eben sehr oft so, dass eben die Trader schnell anfangen wollen, weil sie eben den Reiz verspüren, hier die erste Order abzuschießen und überhaupt gar keine Planung haben. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und diejenigen, die sich einen Plan machen, haben natürlich auf der psychologischen Schiene auch einen Vorteil, weil sie einfach hier den Stress schon mal reduzieren können und auch eine gewisse Anleitung haben. Sie wissen, was zu tun ist. Das ist ähnlich wie ja, ein Routenplaner oder ein Navigationsgerät im Auto. Wenn Sie wissen, das ist mein Ziel, dann kommen Sie da eben auch besser an mit einer Landkarte, als wenn Sie gar keine haben. Was sollte so ein Tradingplan beinhalten? Natürlich die Selbstanalyse, da kommen wir heute drauf. Dann natürlich die Ziele festzulegen. Wofür mache ich das Ganze? Will ich hier für meine Altersvorsorge irgendwie Geld, Vermögen aufbauen oder mache ich das irgendwie aus Nervenkitzel oder sonst was? Das muss natürlich geklärt sein. Dann muss ich natürlich die ganzen Details klären, welche Märkte, Instrumente und Zeiteinheiten ich handeln will, mit welcher Strategie ich vorgehe, was mein Risiko-Money-Management ist, wie ich mich vorbereite, nachbereite und natürlich auch sicherstellen, wie Sie Ihre Disziplin dann auch wirklich aufrechterhalten können. Das sind alles Dinge eines Tradingplans. Hier können wir natürlich nicht im Detail drauf eingehen, könnte man ein Sondertutorial nochmal dazu machen, aber nur um Ihnen einfach so eine Grundidee zu geben, was denn an was alles zu denken ist. Ja, muss man denn als Trader geboren sein? Wenn Sie jetzt ja, in gewissen Büchern oder Artikeln lesen, Mensch, da gibt es Leute, die schaffen jedes Jahr hohe Returns oder haben bei Börsenmeisterschaften wie der Larry Williams in einem Jahr 10.000% geschafft an Rendite. Muss ich dazu geboren sein? Sind das irgendwelche Genies? Ganz klares Nein, aber Sie sehen auch schon, es gibt einige Voraussetzungen, die Sie hier erfüllen müssen. Und die Dinge, die hier besonders wichtig sind und auch zum heutigen Thema passen, ist eben zum Beispiel die Selbstwahrnehmung und die realistische Einschätzung. Also das muss auf jeden Fall gegeben sein, um eben auch zu wissen, was denn das Richtige für Sie ist beim Trading und was eben nicht. Ja, kommen wir zum Thema unser Gehirn. Also welche Rolle spielt das menschliche Gehirn beim Trading? Wir wissen, das ist natürlich ein sehr, sehr komplexes Thema. Ich möchte das Ganze hier nur ja, relativ einfach behandeln, aber ich hoffe, dass so die Kernaussage rüberkommt. Also spielt natürlich eine sehr, sehr wichtige Rolle. Es gibt die Theorie von einem Wissenschaftler, MacLean, der eben sagt, eigentlich besteht unser Gehirn aus drei Teilen und wir möchten es hier einfach nur kurz überfliegen. Also es sind drei Teile, die geschichtlich natürlich unterschiedlich alt sind und wenn wir links anfangen, das ist das sogenannte Reptiliengehirn, das ist zuständig eben für unsere Instinkte. Also das ist sozusagen der Teil des Gehirns, der uns zum Bauchmenschen macht. Also hier wird gehandelt eben. Ja? Das ist sozusagen das Spontane, das Instinktive. Während das limbische System hier für die Emotionen zuständig, also die Gefühle, hier geht es eher um den sogenannten Herzmenschen und ganz rechts auf der Seite haben wir den Bereich Neokortex. Da geht es eben um das Denken, um die Logik, also Sprache, Lernen und so weiter, ist alles hier verankert. Und diese drei Gehirne sozusagen in uns drin, die sorgen eben dafür, dass es oftmals auch ja, zu Reaktionen kommt oder zu Einschätzungen kommt, die sich ja nicht ganz immer 100% als übereinstimmend zeigen und die auch dazu führen, dass wir dann eben im Verhalten irrational handeln. Ohne es jetzt vertiefen zu wollen, möchte ich Ihnen einfach die Grafik nochmal zeigen. Also ganz wichtig ist, dass alles, was wir tun, die ganze Performance wirklich nicht allein vom Markt abhängt oder von unserer Strategie, sondern in erster Linie von uns selbst. Also was wir fühlen, was wir denken, das alles führt dazu, wie wir uns verhalten und das macht im Endeffekt nachher die Performance aus. Und das ist ein Thema, mit dem sich die Profi-Trader sehr, sehr
ja, intensiv beschäftigen, weil sie eben wissen, genauso wie Spitzensportler, dass es eben sehr, sehr stark eben auf die mentale Ebene ankommt. Also wenn sie sich das Fußballspiel der Weltmeisterschaft angeschaut haben, Deutschland, Argentinien, dann sehen sie auch ganz klar, hier geht es zum Schluss wirklich darum, das Spiel im Kopf zu gewinnen. Ja, das beeinflusst nachher unsere Performance. Und wenn wir das eben schaffen, herauszufinden, wie wir hier nach vorne kommen, dann haben wir einen großen Schritt getan, um eben unsere Performance zu verbessern. Ich hatte es vorhin angesprochen, also dieser sogenannte Bauchmensch, Herzmensch oder Kopfmensch, das sind natürlich nur Mischformen. Also es gibt jetzt nicht ja, die Version, dass man sagt, okay, ich bin jetzt ein ausschließlicher Kopfmensch und mein Nachbar, das ist jetzt ein Herzmensch. Das gibt es natürlich nicht. Es das heißt auch nicht, dass das eine besser oder schlechter ist als das andere, aber es gibt gewisse Vor- und Nachteile. Also bei Bauchmenschen sind das zum Beispiel aufs Trading bezogen diejenigen, die Erfahrung haben, die auch schnell und entscheiden können, während Herzmenschen ja, bei Entscheidungen eher sehr besonnen vorgehen und Kopfmenschen wiederum Stärken haben bei Analysieren zum Beispiel, ja, oder bei strategischen, bei längerfristigen Entscheidungen. Und hier können wir natürlich auch nur gegensteuern, wenn wir uns im Klaren sind, welcher Menschentyp wir eigentlich sind tendenziell. Und ich habe mir jetzt mal hier die wichtigsten Trading-Typen und Menschentypen hier dargestellt. Wir möchten uns jetzt mal hier anhand vom Bauchmenschen anschauen, wer trifft hier eigentlich zu. Das sind in der Regel so die Trader, Daytrader, das sind eben Charaktere, die ja besonders gerne kurzfristig handeln oder anlegen, die hier schnelle Ergebnisse haben wollen, also die wenig Geduld haben. Und was hier gefährlich oder ja, relevant ist für die natürlich, ist vor allem, dass es zu schnell gehandelt wird und dass man sich eben am Einstandspreis orientiert. Da könnte es Schwierigkeiten geben bei diesem Menschentyp und Tradingtyp, wären zum Beispiel der Herzmensch hier ein Problem damit haben könnte, dass er dazu neigt, eben an Entscheidungen festzuhalten. Ja? Also er möchte hier Dissonanzfreiheit, was heißt das? Also er möchte quasi eine Übereinstimmung haben zwischen seinen Gefühlen und dem, was wirklich tatsächlich passiert in seiner Umgebung. Das ist jetzt derjenige, der hier eher hauptmittelfristig anlegt oder tradet und Moment, jetzt war ich zu schnell und der Kopfmensch ist eigentlich so der Typ Analyst oder Anleger, der langfristig denkt und für ihn ist natürlich das Schlimmste hier ja die Angst vor dem Kontrollverlust, also dass man eine Position eingeht, die dann komplett in die Gegenrichtung läuft, das ist natürlich schwierig und da sollte man herausfinden, wo, in welchem Bereich man denn ist, um dann eben auch zu sehen, okay, wo sind denn tendenziell mal meine Schwächen, ja, also das lässt sich daraus ableiten. Wenn wir mal den Sigmund Freud jetzt mal hier heranziehen, ohne auch wieder zu sehr ins Detail zu gehen, was hat Sigmund Freud gemacht, ist natürlich einer der bekanntesten Wissenschaftler und eine der bekanntesten Persönlichkeiten überhaupt in der Wissenschaft. Ja, er hat Träume seiner Patienten analysiert, hat dann Beobachtungen eben erstellt und ist auch dazu gekommen, dass eben die psychische Struktur von uns allen Menschen eben auch in drei Teile zerlegt werden kann. Also in ein Teil, das ist jetzt sozusagen ja, der Triebteil, also das ist, was wir hier gerne machen, Lust, das ist eben hier diese Grundmotivation, dann gibt es das Ich. Hier geht es eben darum zu vermitteln, ja, was will ich denn, sondern was darf ich denn in meiner Umwelt tun, also wie kann ich Konflikte vermeiden, das ist jetzt sozusagen der kritische Verstand, also man verzichtet auf einen Trieb zum Beispiel, um eben mit der Umwelt klarzukommen und das Über-Ich, hier geht es eher um die Moral, also das ist jetzt zum Beispiel hier Erziehung. Zum Beispiel, aus welchem Elternhaus man kommt, wie man über Gut und Böse denkt, wie man über Geld denkt. Das sind die drei Schienen. Und die Kernaussage von Sigmund Freud deckt sich hier im Endeffekt auch mit dem dreiteiligen Gehirn, dass man auch hier, wie gesagt, Konflikte hat und dass der Großteil der menschlichen Entscheidungen eben unmotiviert, also unbewusst motiviert ist. Ja? Und das ist ganz wichtig zu wissen. Also das, was wir tun und was wir machen, ist in erster Linie wirklich unbewusst. Das ist wirklich ja, wichtig zu wissen. Warum? Weil natürlich alles, was sich in uns abspielt, also was von außen kommt, was in uns drinsteckt, wenn es hier eben Diskrepanzen gibt, dann gibt es Konflikte und die finden natürlich früher oder später ihren Weg nach außen. Also sei es durch Verdrängung, Projektion, durch Verschiebung oder durch irgendwelche Zwänge oder Überkompensation. Also man möchte zum Beispiel die Schwäche in einem Bereich dann eben mit dem Trading wettmachen, indem man sagt, ja, hier kann ich aber zeigen, wie stark ich bin, wie erfolgreich ich bin und so weiter und so fort. Also das heißt, alle Dinge, die jetzt in uns sozusagen passieren, haben eine Auswirkung auf das Trading. Und das ist, glaube ich, so der Kernpunkt, den man hier auf jeden Fall wissen sollte. Und das sieht die Wissenschaft definitiv genauso. Ja, wenn Sie sich selber mal fragen,
Und das sollten Sie wirklich tun, einfach mal ein Blatt Papier nehmen und fragen, ja, was ist denn eigentlich mein Ziel beim Traden? Ja, was treibt mich denn an? Natürlich, die meisten werden sagen, klar, ich möchte Geld verdienen, aber ist es tatsächlich das? Wenn man sich bei vielen Tradern anschaut, wie viel Zeit und Energie sie da reinstecken und dann wird zum Beispiel nur mit Mini-Beträgen gehandelt, dann kann es eigentlich nicht nur das Geld sein. Ja? Ist es vielleicht eher auch so der Faktor Spiel, Spaß, Nervenkitzel, also beispielsweise, man hat einen Job, bei dem man schon ja sehr routiniert ist und vielleicht nicht mehr die große Spannung hat und dann sucht man eben als ja sozusagen Nervenkitzel, als gewisse Kompensation einfach eine Tätigkeit, die man auch nebenher auch nochmal betreiben kann und die ein bisschen Action reinbringt in das Berufsleben oder ins Privatleben. Das könnte ein Grund sein. Viele werden natürlich angeben, ja, ich möchte frei sein, ich möchte mit meinem Laptop frei sein und handeln können überall auf der Welt, wo ich bin. Beziehungsweise mit dem Geld, das ich verdiene, eben mir die Freiheit kaufen, das kann es eben auch sein. Oder, und das ist bei vielen sicherlich auch der Fall, da geht es eben darum zu sagen, okay, ich möchte einfach hier als Trader anerkannt sein, weil das natürlich besonders ja, herausragendes Beispiel ist, ja, also das ist schon so eine gewisse, ja, ein gewisser Beruf, wo man sagen kann, hier kann ich mir Ruf erarbeiten in der Trading-Szene oder auch in meinen Freundesfamilienkreis, damit alle sagen, Mensch, das ist aber ein toller Hecht, der ja, organisiert sich selber, verdient sein Geld an der Börse, ist frei und flexibel. Also das könnte auch zum Beispiel so ein Grund sein. Das sollten Sie unbedingt für sich selber beantworten, um dann abzuleiten, was denn überhaupt die Motivation ist und ob das Trading dann überhaupt das Richtige ist. Kommen wir zu einem ja, anderen Blickwinkel, wobei es auch hier natürlich um das Thema geht, wer bin ich, was für ein Trader-Typ bin ich. Es gibt hier das sogenannte Teamrollenmodell von Belbin, stammt aus den 80er Jahren und die Grundaussage ist hier, dass man Menschen eben in bestimmte Charakterrollen unterteilen kann. Also quasi in so ein inneres Fußballteam, das eben aus 9 Spielern besteht und das sind quasi unsere Rollen und jeder Mensch hat hier gewisse Züge, Charakterrollen, die er eben hier ausfüllt. Das heißt, jeder Mensch ist anders, aber es gibt natürlich Menschen, die zum Beispiel, werden Sie sicherlich auch kennen, die immer schnell in die Offensive gehen und sehr präzise arbeiten und Dinge sofort in die Tat umsetzen. Dann gibt es Menschen, die, ja, die sehr gerne in Spezialwissen eintauchen und dann zum Beispiel irgendwelche ja, Chartmuster entdecken und ständig neue Ideen haben. Und andere sind wiederum gut in der Koordination, in der Kommunikation, ja, können mit Menschen gut arbeiten und Menschen gut zusammenbringen. Das sind alles eben ja, sozusagen Mischungen von diesen Charakterrollen, die hier Belbin beschreibt in seinem Modell. Das wurde ursprünglich entwickelt, um eben Teams zusammenzustellen, aber fürs Trading können wir das Ganze natürlich auch nutzen, weil wir daraus erkennen können, welche Vor- und Nachteile bringt denn die jeweilige Rolle. Ja, und es ist wichtig, wenn man das Ganze wirklich professionell machen will, dass man auch hier einen gewissen ja, eine gewisse Selbsteinschätzung macht und herausfindet, was, wo sind denn meine Charakterrollen? Und ja, Ziel ist dann natürlich eben daraus, die Schwächen vor allem natürlich zu minimieren oder zu eliminieren. Ja. Wie sieht das Teamrollenmodell aus? Also auch hier wirklich nur kurz und knackig. Also es gibt quasi gewisse Rollen, die wir sozusagen in uns tragen. Also natürlich angeborene Rollen und dann gibt es sogenannte Ersatzspieler, das sind die Ressourcen, die eben uns hier als Erweiterung dazu, ja, dazu kommen. Ja. Was kann ich jetzt damit tun? Ja, also wenn ich meinen inneren Charakter oder die einzelnen Charakterrollen erkenne oder erkannt habe, kann ich eben diese Ergebnisse zur Optimierung einsetzen. Also ich kann meine Trading-Struktur verbessern, ich kann gewisse Blockaden lösen. Beispielsweise haben viele Trader das Problem, dass sie ein Signal sehen, dann aber es nicht schaffen, eben ja, sozusagen auf den Knopf zu drücken, weil sie vielleicht Angst haben, doch wieder einen Verlusttrade zu haben. Das sind alles Dinge, die hier sozusagen darauf zurückzuführen sind. Ja. Das Modell unterscheidet die Menschen eben in 9 verschiedene Rollentypen, wie ich es eben auch schon erwähnt habe. Und wichtig zu wissen, es gibt eigentlich 3 Hauptkategorien, also die Handlungs-, die Wissens- und die kommunikationsorientierten Rollen. Also man kann sozusagen jeden Menschen irgendwo in eine dieser 3 Sparten zumindest grob einsortieren. Und wichtig ist, dass kein Mensch alle Rollen erfüllen kann. Er kann aber gewisse Rollen aktivieren in sich selbst. Ja? Und wie gesagt, einige Rollen wird er auf jeden Fall nicht abrufen können in seinem Inneren. Ja? Okay, und jetzt kommen wir zur Frage, ja, welches innere Team steckt denn in Ihnen? Ja? Also diese Frage kann man sich stellen. Es gibt hierzu einen Fragebogen und hier werden eben diese eigenständige Charakteristika
erhoben, also mittels einer Fragetechnik. Und dann kann man eben hier eben bestimmen, okay, was ist denn jetzt gut und schlecht bei mir hier fürs Trading. Und so könnte das Ganze zum Beispiel aussehen. Gibt es hier eben die neuen Charaktere und dann sieht zum Beispiel jemand, okay, ich bin jetzt hier grün im Bereich Macher, Perfektionisten, Erfinder, aber wo ich eben momentan nicht verfügbar bin, ist sozusagen in dem wissens- und kommunikationsorientierten Bereich. So könnte ein Fragebogen aussehen, das Ergebnis. Ja, was machen wir damit? Natürlich, ich halte mir im Endeffekt damit meinen Spiegel vor und kann erkennen, welche Dinge mir gut gelingen, welche weniger gut. Bin jetzt eben in der Lage, meine Ressourcen zu lösen. Und das Ganze ist schon dann wirklich relativ mit wenig Schritten machbar. Und das ist eben der Vorteil hier. Und wichtigste Aussage ist natürlich, nicht alle Rollenkombinationen sind eben fürs Trading geeignet. Also jemand, der sehr kommunikativer Typ ist, der wird es schwierig finden, hier alleine vor dem Bildschirm zu sitzen und Daytrader zu werden. Ja? Also das wird zum Beispiel grundsätzlich schwierig werden. Was ist denn jetzt die beste Kombination? Das wird sicherlich Sie interessieren. Was ist hier das Optimum? Das ist eine Kombination aus Wissen und handlungsorientierten Rollen. Also das heißt, wissensorientiert wäre jemand, der natürlich hier ganz klar Stärken hat, okay, sich Wissen anzueignen, sich fortzubilden, Strategien zu entwickeln, zu analysieren. Das sind alles solche Dinge. Aber es reicht natürlich nicht aus, sonst bleibt man eben der Analyst und wird nie ein Trader. Es braucht natürlich auch ganz klar eben diesen Drive zu sagen, jawohl, und ich ziehe es durch. Also ich kann auf den Knopf drücken, wenn es sein muss. Ich steige auch aus, wenn es sein muss. Ich setze es in die Tat um. Ja? Also ich setze alles um, was ich mir eben auf Papier notiere oder was ich entwickle. Das ist die beste Kombination, die es eben gibt. Also Wissen und Handlung. Also sozusagen angewandtes Wissen. Wie könnte das aussehen? Also schauen wir uns mal hier einen fiktiven ja, angehenden Trader an. Der hat zum Beispiel hier sein Rollenprofil erstellt und jetzt kommt zum Beispiel beim Trading folgendes Reaktionsmuster raus. Also immer dann, wenn er zum Beispiel eine neue Idee, das ist jetzt der Erfindertyp in ihm, wenn eine neue Idee für ein Setup aufkommt, dann verspürt er eben den Druck, sehr schnell diese Idee in einen Trade umzusetzen. Also hier kommt der Macher wiederum ins Spiel. Ja. Gleichzeitig hat er aber Angst, das Ganze umzusetzen. Da in den letzten Trades das Ganze eben nicht gut funktioniert hat oder bei den Ideen aus der Vergangenheit. Das heißt, hier ist wiederum der Perfektionist, der wiederum bremst. Ja? Also hier sieht man, wie drei Charaktere sozusagen gegeneinander arbeiten. Und was kann man jetzt hieraus ableiten und analysieren? Ganz klar, der Erfinder in ihm hat permanent neue Ideen, hat aber keine Lust, sie ausgiebig zu testen. Ja? Und der Macher baut eben den Druck auf, diese Idee schnellstens in einen Trade umzusetzen. Der Perfektionist möchte aber das Setup testen und erst dann einsetzen, wenn es perfekt funktioniert, ja? Weil er eben die Sicherheit haben will. Und daraus ergibt sich eben eine Spannung, da mindestens einer der Charaktere eben intern eben unbefriedigt bleibt. Ja? Also das ist eben das Problem. Daraus entsteht natürlich Konfliktpotenzial und deswegen muss sich jeder Trader seiner persönlichen Charakteristika bewusst sein. Ja? Also er muss seine positiven und negativen Eigenschaften kennen und das schafft er nur, indem er Selbsterkenntnis und Selbstbeobachtung einsetzt. Ja? Also quasi wie ein Beobachter von außen, wirklich versuchen, sich mal von außen zu sehen und kritisch zu beleuchten, okay, halte ich mich denn an meine Strategie? Habe ich überhaupt eine Strategie? Warum trade ich überhaupt? Lasse ich mich ablenken? Bin ich wirklich regelmäßig am Markt oder handle ich nur, wenn ich gut drauf bin oder vielleicht schlecht drauf bin, gefrustet bin? Was sind denn eigentlich meine Motivationen? Das sind alles Dinge, die man natürlich hier feststellen muss. Und dann geht es im Endeffekt wie in allen Bereichen des Lebens auch, man muss die positiven Dinge eben dann hier verstärken und die negativen eben reduzieren oder eliminieren. Das ist eigentlich so die Kunst dabei. Wie gehe ich vor? Also das ist jetzt konkret der Tipp für Sie. Okay, wenn Sie eine Handelsidee haben, also der Erfinder in Ihnen, dann schriftlich wirklich gedanklich fixieren. Also es reicht nicht irgendwie zu sagen, ja, irgendwie grob, das und das ist mein Muster, sondern wirklich aufzuschreiben, als möchten Sie es jemand anders zeigen, der danach handeln müsste. Also auf einen Bierdeckel muss das Ganze drauf passen und es muss klar definiert sein, was ist der Einstieg, was ist der Ausstieg, was ist die Strategie. Das ist dann wiederum dieser Umsetzer. Wenn der Druck aufkommt, dass Sie irgendwie hier irgendwie handeln wollen, dann sollten Sie das natürlich versuchen, möglichst früh wahrzunehmen. Also wiederum diese Beobachterrolle. Ja? Und ja, gegensteuern
kann ich dann natürlich, wenn ich eine Strategie dazu entwickle, ja. Und was auch hilft, ist, ich habe es in einem der Tutorials auch genannt, was die Piloten zum Beispiel machen oder in anderen Berufen auch, eine Checkliste. Also wenn sie sagen, okay, ich verspüre wieder den Druck, hier einen Trade machen zu müssen, weil der Chart irgendwie gut aussieht, machen sie ihre Checkliste, und wenn nicht alles abgehakt ist und wenn nicht alles für einen Einstieg spricht, dann dürfen sie den Trade nicht machen. Ja? Also das ist so die Vorgehensweise, die man sich aneignen sollte, und wenn sie das regelmäßig tun, dann werden sie das Ganze auch verinnerlichen. Das Schöne ist eben, wenn Sie es schaffen, eben die inneren Rollen, die in Ihrem Team stecken, sozusagen zu befriedigen, dann können Sie den Trade auch ohne Druck machen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, also Trading mit Druck oder unter Druck funktioniert definitiv nicht. Also weder innerer Druck noch äußerer Druck. Das heißt, Sie müssen wirklich versuchen, das Trading sehr entspannt zu nehmen. Es darf überhaupt gar keine Spannung entstehen, weil dann natürlich auch wieder Emotionen mit drin sind. Was es an Vorteilen bringt, ist natürlich, dass man hier dem Overtrading irgendwo ein Schnippchen schlagen kann, also dass man nicht ständig dann handelt, sondern wirklich sehr bewusst sich die Kirschen herauspickt aus dem Markt, und aber auch, wenn es Chancen gibt, dass man keine Angst hat, also dass man diese Trading-Blockaden abbaut. Das ist oftmals auch bei denjenigen zu beobachten, die zu perfektionistisch an die Sache rangehen. Ja. Okay, also nochmal hier Zusammenfassung, ganz klar, wir müssen uns einer schonungslosen Selbstkritik unterziehen, ganz klar. Das ist ganz wichtig. Und ja, anfangen sollte das Ganze natürlich alles mit einem Businessplan, der eben alle Fragen zum Trading abdeckt. Und nach dem Trade muss natürlich auch ein Tagebuch geführt werden. Also es bringt nicht nichts, wenn Sie in einem Jahr 200 Trades machen, unabhängig davon, ob Sie gut oder schlecht ausgefallen sind, wenn Sie die Möglichkeit nachher nicht haben, diese Trades zu analysieren und eben Ihre Stärken und Schwächen, die Ergebnisse sozusagen herauszufiltern und daraus auch wirklich zu sehen, zu erkennen, wo muss ich was tun, woran hängt es denn eigentlich? Ist es meine Strategie, die nicht funktioniert, oder halte ich mich nicht dran, oder sind es die Trades, die ich irgendwie unter der Woche mache oder abends oder morgens, je nachdem, was für einen Handelsstil ich habe, oder die Trades, wo ich eben in einer beruflich stressigen Phase bin, sind die besonders schlecht. Das können alles Dinge sein, die Sie eben aus dem Trading-Tagebuch erfahren. Und was da auch hilft, ist eben diese innerliche Checkliste. Ja? Also das heißt, nicht nur die Marktanalyse sozusagen als Checklist, sondern auch wirklich eine innere Checklist, dass man sagt, okay, bin ich überhaupt fit, bin ich konzentriert, bin ich entspannt. Erst dann darf ich überhaupt traden. Ansonsten wird es von vornherein nichts werden. Ja, Ergebnis sollte sein, natürlich keine ungeplanten Trades und keine Trades aus dem Bauch heraus. Ja? Damit hier natürlich auch keine Trades entstehen, die sozusagen überhaupt gar keine Trades sein dürften. Also keine inneren Konflikte ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Und jetzt kommen wir auch zur letzten Folie. Das ist sozusagen eine Zusammenfassung von dem allen. Also Sie werden sicherlich wissen, gerade die Anfänger sind eben diejenigen, die aus dem Bauch heraus handeln. Und die Mehrheit dieser Trader, wie ich anfangs aufzeigen konnte mit der Studie der Uni Chicago, verliert eben Geld. Deswegen ganz klar, so schwer wie es ist, Bauchentscheidungen unterlassen. Also wir sind nicht an der Börse, um hier irgendwie Spaß zu haben, sondern um Geld zu verdienen. Wenn Sie Emotionen wie Angst oder Angespanntheit oder Euphorie, Panik und so weiter verspüren, dann können Sie sich sicher sein, dass der Verlust schon um die Ecke wartet, wenn er nicht denn schon da ist. Ja. Ja, ich hoffe, ich konnte rüberbringen, dass es sich lohnt, das innere Ich sozusagen zu erkunden. Wie gesagt, nicht nur für die Börse, sondern auch für einen selbst. Also wenn Sie das mit der Börse ernst meinen, dann werden Sie auf jeden Fall sehr viel über sich selbst lernen. Welcher Menschentyp bin ich? Bin ich eher der Bauchmensch, der Herzmensch, der Kopfmensch? Wie ist meine innere Erwartung? Wie sind meine Moralvorstellungen? Habe ich hier irgendwelche Konflikte, die in mir brodeln? Ja, was für ein Team steckt in mir drin, welche Charaktere kämpfen hier gegeneinander. Das sind alles Dinge, die wichtig sind, genauso natürlich wie ein Business- oder Tradingplan, wo ich eben diese ganzen Dinge zusammenfasse. Und was natürlich immer gut ist, und wenn Sie erfolgreiche Unternehmer oder Wissenschaftler, wen auch immer, fragen, ist natürlich immer die Selbstreflexion. Also wirklich sich mal zu überlegen, wo sind denn meine Stärken, meine Schwächen. Und dann können Sie erst wirklich mit all diesem Wissen, können Sie rangehen an die Geschichte und sagen, so, und jetzt finde ich meinen eigenen Trading-Stil. Denn jeder braucht seinen individuellen Trading-Stil, um langfristig erfolgreich zu werden. Und zum Schluss noch ein Zitat von Adam Smith, das mir besonders gut gefällt. Ja, wenn Sie sich selbst nicht kennen, ist die Wall Street ein teurer Ort, um es herauszufinden. Das ist, denke ich mal, ein gutes Abschlusswort, und
Ja, damit sage ich auch Tschüss für heute, wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß bei dem Börsenspiel und gute Trades und ja, auf jeden Fall viel Spaß beim Trading. Tschüss.